Und ich bitte jene Österreicher, die heute verzagt sind, verärgert sind, nicht in den Fehler zu verfallen, sich wechselseitig anzugreifen. Wir sind alle Österreicher. Und in Österreich ist Platz für viele Meinungen. Und das macht auch das Wesen der Demokratie aus. Nämlich, dass es Menschen gibt, die verschiedene Überzeugungen haben. Ich glaube, dass Österreich heute noch viel mehr ideologisiert ist im positivsten Sinne, die ihre Überzeugungen haben, die aber auch respektieren müssen, dass jemand eine andere Meinung vertritt und dass in der Demokratie dann die Mehrheit entscheidet und die Mehrheitsentscheidung von allen Menschen mitgetragen werden muss. Das ist meine ganz, ganz große Bitte an Österreich und an alle Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind ein stabiles Land mit einer starken Demokratie und in dieser Demokratie nehmen wir Wahlergebnisse zur Kenntnis. Ich habe auch gesehen, dass es im Internet einige Postings gegeben hat, und zwar auf beiden Seiten. Van der Bellen Befürworter, Van der Bellen Gegner, Hofer Befürworter, Hofer Gegner. Ich möchte jeden bitten, der glaubt, im Internet anonym unterwegs zu sein, das zu unterlassen. Früher hat es das beim Autofahren gegeben, kann ich mich erinnern, ja, wo die Menschen sich wechselseitig beschimpft haben, weil sie glauben, man weiß dann nicht, wer im anderen Auto sitzt. Heute erleben wir das in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, dass sich der Charakter eines Menschen dort zeigt, wo er glaubt, anonym zu sein. Und ich bitte alle Österreicher, auch Charakter zu zeigen, Respekt zu zeigen vor dem politischen Mitbewerber. Wir haben im Parlament viele Parteien. Es ist gut, wenn diese Parteien heftig streiten, weil das zeigt auch, dass sie für ihre Überzeugung leben. Und dann gibt es eine Abstimmung. Und jeder versucht aus seiner Überzeugung hoffentlich den besten Weg für Österreich zu wählen.